Und ich hoffe, mein Controller wird nicht alle gehen, bevor ich nicht... Autsch! Gut gespeichert hab. Na, wo sind die anderen Flappen? Was so? Sind auch hier im Campen, weil das ist ja gut. Das ist ja eh die Mehrzahl. Die sind in der Überzahl, das ist ziemlich unfair. La, 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 la. Meine Stimme sackt langsam ab. Oh, fuck. Ey, das erinnert mich voll auch an Call of Duty 1. Da ist genau dieses Gebäude. Wir gehen da quasi gerade durch. Das heißt, eine Map, ich weiß jetzt echt nicht, wie die heißt. Tunnel oder nicht Tunnel. Pipeline heißt die, glaube ich. Da ist genau dieses Gebäude. Und ich gehe mal gerade durch. Das ist ja cool. Das freut mich. Kleine Easter Eggs. Alles down. So. Oben? Nee. Hier auch nicht. Glock. Glock. Mitnehmen. Folgen. Meine Güte, die Waffe verzieht echt krass, aber muss ja nicht sein. Dass sie nicht verzieht, denn sie ist ziemlich waffig. Oh, da oben. Fuck, fuck, bitch, bitch, bitch. Bitch, 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 bitch. Fall runter. Oh, schade. Ich mag's, wenn die da runterfallen. Wie so ein hirnloser Zombie, das sieht verdammt lustig aus. Okay, auf Price wollen wir nicht unbedingt zielen, das macht nicht so viel... Doch, macht's schon. Aber naja, ihr wisst, wie ich mein. Es müsste sowieso alles Platz sein, was dahinter gestanden hat. Es gibt auch eine Menge Filme, die so mit farbigen ist und dann, naja, mit Kirche und so. Finde ich ziemlich krass, dass sie das überhaupt nicht tolerieren, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nicht Christ ist oder irgendwie sowas derartiges halt. Das ist in Afrika und so wirklich sehr, sehr schlimm. Da gibt es sehr viele Milizen solcher Art, die absolut radikal sind und jeden niedermetzeln, dass er nicht, der nicht an Jesus glaubt und sowas. Das finde ich echt nicht mehr witzig. Also das ist wirklich ein Thema, was ich, womit ich mich ab und zu schon noch befasse. Religion ist schon eine Freiheit, finde ich. Muss man ja mal gesagt haben. Ich verzieht mir so doll, ganz ehrlich. Hier kommen wir nicht zur Kirche. Ja, entspann dich doch, du Wichser. Oh nein, ich hasse Hyänen. Das ist so lustig, Hyänen allein, was ist das denn? Soaps neue Stimme ist so schrecklich. Die war früher viel besser. Hey, Soap! Autsch, autsch! Hopp ab! Ach, Scheiße! Wichser! Ach, Scheiße, also ist uns Makarov gerade voll durch die Lappen gegangen. Schade, sehr, sehr schade, wirklich. Es heißt Burns! Ach, wir spielen schon wieder in 9 Flappen. Und mein Hals ist derbe trocken. Nichts Gutes im Sinn. Nee, das glaube ich allerdings auch nicht. Ich bin mal im Ruhig. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregatta Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nachher von durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung.
Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information, über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Toll. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal, was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Auf jeden Fall. Was auch immer. Was auch immer. Was auch immer. Vorsicht, an der Bahnsteigkante. Oh, geil. Bombenmission, fett. Verstanden, Bravo 6. Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten sie momentan für Ziele. Auch eine Art wohltätiger Arbeitssituation. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Vultures Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Das sind unsere, okay. Und wir sind jetzt aus der Sicht von Burns, alles klar. Klasse, wie Modern Warfare 2, sehr schön. Ganz klassisch in alter Call of Duty Manier. Ballern wir uns jetzt Gebäude für Gebäude durch die Gegend. P90, Schallimpfe? Da weiß ich nicht, wie viel Schuss ich habe, aber die finde ich besser als die MP5. Die wackelt mir sogar beim Schießen. Das sind auch meine Leute. Hey. Ich sammle die halt nicht gezielt ein, aber wenn ich jetzt so an einem vorbeigehe, dann nehme ich den halt mit, mein Gott. Griffin? Haha, Griffin. Peter Griffin. Ah, lol. Na, wo seid ihr, kleinen Wichsatz? Da vorne bewegt sich was. Wallcroft. Sag, vorgehen. Wieso muss ich vorgehen? Da sind noch welche hinter der Ecke. Hier ist doch auch nichts, Mann. Auf zu labern. Ich hab ständig Angst, dass ich von der Mine irgendwie hochgehe. Aber das scheint auch nicht so zu sein. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, aber richtig hardcore. Ist das unser Heli oder deren? Kein Plan. Muss ich runter? Ja? Nein? Vielleicht? Ach Wayne, komm. Blapp! So. Also die Szene hier erinnert mich ein bisschen an 4-3, aber nur einen Moment. So, Granate, Granate, Granate und noch eine Granate. Und nachladen. Zack. So. Ein bisschen Deckung suchen. Wir müssen anscheinend dieses Mal irgendjemand irgendwo rausholen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Oh nee, die Fracht, genau. Unbekannte Fracht, was wahrscheinlich eine Bombe sein kann, ist aber nicht muss. So, alles niedermetzeln. Autsch. Nerv nicht, du kleiner Bastard. So. Wir müssen am Truck stehen. Aufmachen. Und? Nichts drin, okay. Gehen wir jetzt Truck für Truck durch, oder was? Wow, war da eine Rakete? Von wo denn? Robocopter. Das ist hoffentlich unserer. Muss aber natürlich auch nicht sein. Ich habe mich schon so oft gehört, was meins ist und was deren ist. Das erkennt man in COD wirklich, wirklich sehr schlecht. Und spätestens, wenn du es weißt, ist es dann schon zu spät und du kannst den Scheiß nochmal machen. Wirklich sehr nervig, wenn man das Ganze auf Veteraner durchzocken will, weil das ist wirklich die größte Herausforderung überhaupt. Was aber auch wirklich machbar ist. Ich habe es auch schon geschafft. Also nicht in dem Spiel, aber in Modern Warfare 1 und 2. Habe ich auf Veteran tatsächlich durch. Aber naja.
3 ist jetzt halt blind, wie schon öfter gesagt als gedacht. Oder irgendwie so. War die jetzt das reinschalten? Ja, es ist blind und ich zock's gerade das erste Mal überhaupt im Offline-Modus. Online habe ich schon den zweiten Prestige erreicht, aber sonst ist es noch frisch. Oh. Ich trainiere gerade ein bisschen meine Bauchmuskeln, weil ich versuche nicht zu lachen, wenn ich Leute in den Kopf schieße. Und nein. Und B, weil ich ein bisschen hochkant auf meinem Bett liege. Schwer zu erklären. Ich habe einen Rücken unterm Kissen, genau. Und bin gerade am. Ihr wisst schon. Oh Scheiße, ich hätte sein Leben retten können. Zu spät. Bonus. Ich habe keinen Bock, ständig meine eigenen Leute abzuknallen. Das ist scheiße. Macht nicht so viel Spaß, wie es aussieht. Nachladen. Lauf mir nicht ins Gescheuer. Bomb sie alle. Oh, da rollen die Rolldinger über die drüber. Ey, das muss wehtun, auch wenn die schon platt sind. Plattgewalzt. Oh Gott. Wo habe ich die ganzen Granaten wieder her? Wobei ich eh nicht verstanden habe, wo man die ganzen Granaten im Laufe des Spiels aufsammelt. Wahrscheinlich brocken die neu oder irgendwie sowas. Oder liegen in den Leichen rum. Das könnte natürlich die logische Erklärung sein. Aber wer weiß. Zack, leer geschossen. Dein Kopf ist nicht mehr vorhanden, mein Freund. Wo ist denn die U-Bahn? Oh, Rofelkopfer, der ist nach vorne gelaufen, wieder zurück. Das sah ja mal bescheuert aus, Alter. Oh, schön. So, jetzt steigen wir in den Truck ein und gucken mal, was jetzt uns auf uns erwartet. Oder wie auch immer. Uiuiui. Sind das die Gegner? Ja, das sind die Gegner. Nee, sind's gar nicht. Das sind die Gegner, ah. Wir fahren gerade mit einem Auto in der U-Bahn. Ach du Scheiße. Was für eine Beschleunigung. Halleluja. One Nation. Na, komm schon her. Menno. Bleib stehen.